Yo, was geht ab, Freunde? What's poppin' YouTube? Und willkommen zu einem Full Special Icon Squad Builder Battle. Wir dürfen heute nur Special Icons benutzen. Keine Baby Icons, keine Mid Icons und keine Prime Icons. Das heißt, es kann hier heute unfassbar teuer werden. Und mein Gast, der sich traut mitzumachen, ist I Am Tabaco. Was geht? Servus, Freunde, ich bin der Tabak und herzlich willkommen hier bei Wix. Ich bin ready, Bro, und ich hab Belay vorne im Sturm und geile Icons geholt. Gibt ja coole. Ich hab R9 Trophy vorne im Sturm und auch geile Icons geholt. Ihr wisst, in welche Richtung das hier heute geht. Es können wieder viele Coins discarded werden, wie in den ganzen letzten SBBs. Ich freue mich auf das Video. Wenn ihr euch auch freut, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen und zeigt uns das, dass ihr Liebe da lässt. Wie viele Likes sollen wir schaffen? 10.000, Bro. 10.000 auf den Tisch aus. Oh, wenn wir 10.000 auf den Tisch hauen, dann machen wir noch ein krasseres Icon SBB, Freunde. Sage ich euch, wie es ist. Gerne kostenlos abonnieren und Tabak abchecken. Da haben wir auch ein SBB gedreht. Ich würde sagen, du darfst reinhalten. Let's go. Okay, Tafel des Dinwakes, linker und rechter Flügelspieler. So, weil ich ja gesagt habe, es kommen hier teure Spieler rein, mein Freund, ne? Mhm. Hau ich komplett auf die Kaka. Shape, Shifter, Icon, Pelé auf dem rechten Flügel. Was? Okay. Ja, und jetzt habe ich nicht nur R9, sondern auch noch Shapeshifter-Icon Pelé. Und auf der linken Seite, da gehe ich ein bisschen lockerer. Der macht schon so, weil er weiß, in welche Richtung das hier heute geht. Und da kommt Michael Ballack mit ins Spiel. Der hat ja auch eine Shapeshifter-Karte bekommen, yeah, die einfach Flügel spielen kann. Wie krank. Bro, pass auf. Ich habe zwei Shapeshifter-Icons auf der Tafel. Okay, links und rechter Flügel. Mhm. Einmal Ori und einmal Eto, Digga. Das hast du Glück gehabt. Oh zweimal mein Shape. Gott. Sehr wichtig, Freunde. Sehr wichtig, dass ich die Angreifer behalten darf. Und das sind richtig geile Angreifer. Alle 5-Sterne-Tricks. Hast du auch welche mit 5-Sterne-Tricks mitgenommen? Ja, die werden ein paar Heckschleudern auspacken. Erzähl. Was hast du aufgeschrieben? Welche Position genommen? Stürmer und Rechtsmittelfeld. Okidoki. Dann fangen wir an mit dem Stürmer. Dort gehen wir auch mit einer Shapeshifter-Icon. Das ist Luis Figo. Der ist ein guter Mann. Der hat auch 5-Sterne-Tricks, ja. Und rechter Mittelfeldspieler ist kein geringerer als Team of the Year Icon, David Beckham. Oha, das sind auch zwei stramme Icons, die du mitgenommen hast, sage ich ehrlich. Ich habe Cantona und auch Michael Ballack aufgeschrieben. Grazie, per favore. Digga, du weißt schon, wenn du verlierst, gell? Du hast ein Pelé und ein R9 auf dem Papier da, ja? Ja, deswegen ist mein Job heute nicht zu verlieren. Freunde, Sturm sieht super aus bei uns. Mal gucken, wie es im Mittelfeld weitergeht. LM, ZM und ZM bei dir. Ich halte rein. Alles klar. Übrigens, Bro, gell, irgendwann hier dieser Luka Modric, der wird irgendwann auch als Icon kommen. Und ich glaube, der wird richtig rasieren von den Ratingen. Aber Wakes hat die Tafel drin. Und im ZM gehe ich mit Andrea Pirlo, Team of the Year Icon. Mhm. SCN, Trophy Icon. Und links Mittelfeld haben wir Riquelme, der ist auch Shapeshifty. Shapeshifty. Also, ich habe ein Shapeshifty, eine World Cup Icon und noch ein Shapeshifty aufgeschrieben. Der eine Shapeshifty heißt Zoe Campbell, der andere Shapeshifty heißt Sokratis und die World Cup Karte heißt Xavi. Schade. Dankeschön. Da muss ich jetzt langsam bei dir was treffen. Eigentlich ist die Auswahl gar nicht so. Also, es gibt schon nicht so viele Special Icons, also schon viele. Aber weißt du, was ein kompletter Bruch wird, Bro? Was denn? Es gibt nur 3 Icons im Tor. Das heißt, die Chance, den Torwart zu treffen, ist bei 33%. Es gibt nur Fandasa, Cech und Casillas. Hey, das sind meine Games. Der hat gerade Fandasa ganz, ganz der Erstes gesagt und jetzt denkt er, dass ich denke, er hat Fandasa, aber ja, okay. Okay, komm. Ich füge erstmal meine ZMs ein, weil beim Torwart sind wir ja noch nicht. Darauf bin ich sehr gespannt, wer da sein Torwart verliert, wird komplett gebrochen. Links ZM, Lothar Matthäus World Cup Icon. ZOM, habe ich eine Auswahl zwischen 2 Spielern. Rijkaard kann jetzt ZOM spielen, aber Pires Totti Icon kann auch ZOM spielen, deswegen macht es Pires. Und zu guter Letzt habe ich dann noch den Spanier himself mit dem WM-Pokal in der Hand. Und seine Nachfolger sollen auf jeden Fall Gavi und Petri sein. Ich bin gespannt, ob die es so gut wie die beiden hinbekommen. Das waren damals Iniesta und Xavi. Super. Bratanovic. Du weißt, ich bin Hugo Betrogo und auf meiner Tafel steht Luis Figo, Xavi und Lothar Matthäus. Double Pack, Double Kill. Sandy Ravage. Nicht ein Double. Doch, wir nehmen gleich 2 auf einmal. Doppelt macht mehr Spaß. Irgendeiner von den beiden ZDMs einfach Bronze-Torwart und der andere einfach normal Bronze. Okay, ja, das läuft ja super. Das läuft ja super, Freunde. Let's go. Das finde ich schon wieder. R9 und Pelé, wir sehen uns dann später, gell?
beim Grabschaufeln. Ganz gewaltig in Gefahr, aber ganz gewaltig. Ja, Ladies and Gentlemen, Halbfinale. Wakes, du weißt, Außenverteidigung können wir mal ganz gut. Deswegen habe ich mir gedacht, ein paar deutsche Spieler tun dir gut. Reicht jetzt mit Spieler erraten, Tabak. Reicht jetzt ganz gewaltig. Du hast schon zwei erraten und ich habe noch keinen. Aber wenn ich am Ende dein Torwart habe, dann ist alles wieder ausgeglichen. Auf der linken Verteidigerposition möchte ich gerne Shapeshifter-Icon spielen. Das Ding ist, das ist ein Bruch, der kann halt Rechtsverteidiger und Linksverteidiger. Deswegen, wenn du ihn vielleicht für rechts aufgeschrieben hast, fliegt er trotzdem aus dem Team. Und das ist Fernando Hierro. Okay. Auf der Rechtsverteidigerposition habe ich dann Totti Icon Zanetti. Ah, voll gefettfingert. Riquelme und Fipsi. In Lahm. Immerhin die Außenverteidiger, Freunde. Die gegen Tabak behalten zu dürfen, ist ein Win, ist ein W. Ich sag ehrlich. Scheiße. Jetzt habe ich Angst. Ich glaube, du hast jetzt was safe. Erzähl. Bro, welche Nationalität hast du auf der Tafel? Ich ändere eh nichts mehr. Ich habe schon gekauft. Spanien. Okay, und? Argentinien. Also, ich tue die Spieler beide rein. Ihr seht, ich habe auch keine andere Option. Nicht, dass ihr denkt, ich schummel. Ich habe Michael Ballack, Linksverteidiger. Den hast du als rechten Flügel. Und ich habe Philipp Lahm. Nein, Bro, immer noch kein. Ja. Immer noch kein, Freunde. Danke. Immer noch kein. Freunde, das Ding ist, wir machen es ja wirklich so, dass wir nur Special Icons einbauen. Ich habe bei anderen Leuten gesehen, gar nicht schießen an der Stelle, aber die machen immer so mit drei Joker, wir dürfen noch Prime Icons einbauen und so. Gibt's bei uns nicht. Bei uns Hardcore Edition. Teure Spieler und nur Special Spieler. Jetzt die letzte Runde. Hardcore, okay, komm. Ey, Leute, wir sind beide so krank aufgeregt, ne? Wir können es nicht abwarten, die Spieler zu erraten. Wer will als erstes? Lass Shing-Shang Chong machen, wer als erstes reinhält. Der okay, Gewinner hält als erstes rein. Shing-Shang Chong. Ich hab Schere. Schere. Shing Shang Chong, ich hab Schere. Schere. Shing Shang Chong, ich hab Schere. Schere. Shing Shang Chong, ich hab Papier. Ich hab Stein. Scheiße. Ich halt als erstes rein. Erzähl. Okay. Ach Gott im Himmel. Also, Innenverteidigung. Übrigens, Leute, ich hab richtig Bauchschmerzen. Ich glaube, jetzt geht's nach hinten los. Schweinsteiger, 97er Rating Innenverteidiger. Der kostet auch über 1,5 Millionen oder so. Dann haben wir Kömen. Food Birthday. Digga, Schweini sieht so cool aus. Und im Tor gehen wir mit Peter Cech. Wirklich? Ja, wirklich. Wirklich? Wirklich, wirklich. Weißt du, was das Krasseste an der ganzen Sache ist? Was? Du kannst dich jetzt einfach zurücklehnen, entspannt ein volles Team spielen und mir zusätzlich noch was rauskloppen. Und nein. Ich hab schon zwei Bronze. Du hast nichts getroffen? Ich habe Casillas und keine Ahnung, welche Innenverteidiger ich aufgeschrieben hatte. Ich glaube Cannavaro und Nesta oder so. Ich dachte Italiener, weil die am besten verteidigen können. Alter. Ich habe einen Runbro. Ich treffe aktuell mal drei Spieler im SB. Ja, zwei hast du schon. Jetzt kommt der dritte. Also ich glaube, meinen linken Innenverteidiger hast du nicht. Ich habe mir Maldini gekauft für 2,5 Millionen. Okay. Food Geburtstag-Icon. Dann habe ich irgendwoher, ich weiß selbst nicht woher, diese Desai-Karte, ich glaube aus Zielaufgaben oder so, ist auf einmal aufgetaucht, gespawnt aus dem Nichts. Ja. Und dann habe ich im Tor, es gibt nur drei Spieler, ich hoffe, du hast auch Tschech aufgeschrieben, denn ich habe Casillas. Nein! 50% sozusagen, weil, ja. Ich habe Van der Sar, Schweinepipi. Okay, 2 Bronze gegen 0 Bronze. Ich habe Pelé R9 im Team. Du hast auch richtig teure Spieler im Team. Wer verliert, wird gebrochen. Kann man festhalten, Freunde. Wir gehen ins Spiel. Möge der Bessere gewinnen und der Schlechtere diskarden. Let's go. Vamos. Hajduk Split. Hier sind Teams, Freunde. Junge, du hast einfach ein volles Team, ne? Dass ich nichts erraten darf, ist wirklich geistes. Ja, hab ich Glück gehabt. Okay. Jetzt wird einer gebrochen. Wer ist der denn? Oh. Und du weißt, ich habe aber trotzdem Pelé und R9, das ist auch ein Glitch, ne? Das ist auch ein Cheat. Glitch. Mit den beiden kann ich einfach so machen und dann landet der Ball fast im Netz. Der hat schon Eierflattern gehabt. Ja, hab ich echt. Das war schon mal ein heikles Thema. Ah, du hast Pelé rechtsflügel, ne? Nur Schlingel. Ey! Achso? Ja! Ja! Hey. Ja! Was war das für ein Tor, Bro? Boah, einfach E-Sportler geworden. Irgendwas ausprobiert, es hat einfach geklappt. Ich dachte, das war mies abseits. Hä? Der macht eine Flanke, dann Flickflack-Overdeck und dann ein Tor. Ehrlich, Flickflack-Overdeck gemacht, ne? Cool. Schau mal. Oh, man sieht's nicht. Man sieht nur den Volume. Der war perfekt von Pires. Okay, das geht nicht gut los. Deine Drehung habe ich langsam auswendig gelernt. Manipulierten. Nein. Wix. Ja, und das ist wieder Pires. Und das ist wieder Pires. Nein! Und das ist wieder Pires.
Pires wird hier heute zum Held. Die Rache, Tabak. Das ist die Rache für die letzten ganzen SBBs, wo du gegen mich gewonnen hast. Ja, nicht gut, nicht gut. Das hier ist jetzt wie Schach ohne Würfel. Einfach ausgedrückt. Das hier ist wie Schach ohne Würfel, Tabak. Das hier ist wie Schach ohne Würfel, Tabak. Ich gehe so rutschen heute. Ich sag dir, dieser Ballack ist gut. Ernst. Guck mal, er hat keine Chance gegen den. Ja! Hey! 4-0! Digga, 33 Minuten heute Full Team Discard bei Tabak, wenn es so weitergeht. Junge, wie macht der den? Torwart hat Bro. Den Ball schon in Hand. R9. Schau mal. Was? Was ist mit dir, Keeper? Boah. Hey, Wakes, Mann. Ich wusste es. Elva. Ja. Nein. Ja, Mann, komm. Bitte keine rote. Immerhin keine rote, aber Elva ist bitter. Links. Nein. Ja. Let's go, baby. Okay, die Aufholjagd beginnt, oder was? Nur noch 3 ja, Discards, nicht mehr 4. Jetzt kommt die Schnitzeljagd, Bro. Jetzt regnet's. Ich steh da in der Ecke. Mehr kann man nicht in der Ecke stehen. Torwart so gemoved. Sie haben's gesehen. Ey. Nein, und jetzt kommt er zurück. Jetzt muss ich mich straffen. Schnitzeljagd, Bro. Ich bin raus aus dem Spiel. Offiziell raus aus dem Spiel, Freunde. Ich krieg den Ball nicht mehr. Nur noch Tabak ist im Game. Guck, der Ball ist ein Magnet. Ich krieg ihn nicht mehr. Nein, jetzt. Nein, ich endlich. Warte. Ja, er macht so Pires. Oh mein Gott. Wie? Schiri! Digga, bist du wahnsinnig? Der denkt, wir spielen UFC auf einmal. Bro, der hat das Spiel so rasiert. Ja, das ist es. Das ist es, Jungs. Das ist es, komm! Wakes 4-3. Schlüsseljagd. 4-0 auf 4-3. Und deswegen zählt gegen Tabak jedes Tor, weil der Typ ein scheiß Schwitzer ist. Der gibt nie auf und er ist so krank. Es ist wichtig, komm. Ja, das kann's sein. Das kann's sein. Oh, das ist es aber nicht. Und jetzt kriegst du nochmal eine Chance. Nein. 90. Minute. Nein. Mach ihn weg, wir gewinnen. Hauptsache, wir gewinnen. Du hast ein volles Icon-Team. Ich treffe safe eine Icon und ich gewinne mit 2 Bronzespielern. GG's, Bro. Was ein Game von 4-0 auf 4-3. Hilfe. Es war spannend. Ich dachte, Schnitzeljagd geht auch weiter. Schade. Schnitzeljagd, ehrlich. Okay. Wakes, ich bin ready. Was sehr weh tun würde, Pelé. Dann haben wir Figo, Schweinsteiger und David Beckham. Schweinsteiger. Ich hab nur einen Pick. Aber es hätten noch 4 Picks sein können, hätte ich mal nicht so schlecht in der Defensive gespielt. Na gut. Ich bin aufgeregt. Irgendwas in mir sagt, ich soll heute auf deine linke Seite gehen. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen, Taba? Willst du mir einen Hinweis geben? Kein Kommentar. Ich glaube, dieses Gefühl gehe ich nach. Irgendwas auf der linken Seite. Das heißt, in der Verteidigung, im Mittelfeld oder den linken Stürmer. Eins von diesen Sachen werde ich nehmen. Nehme ich was aus der Verteidigung? Die lächelt mich schon sehr an. Oder doch was aus dem Mittelfeld? Oder doch den Stürmer? Ich nehme was aus dem Mittelfeld. Und ich nehme deinen linken Mittelfeldspieler. Digga. Bro. Was hast du gerade gemacht? Pelé, links ZM, okay? Du laberst die ganze Zeit von linker Seite des Dinges. Im Tor war noch ein wichtiger. Rechter Seite waren noch 2 wichtige. Deswegen wusste ich, du triffst maximal Pelé halt, okay? Mhm. Aber du hast links Mittelfeld genommen. Und das ist Michael Ballack. Und links ZM ist Pelé, Bro. Also links war richtig, ne? Das Gefühl war richtig von mir schon. Pelé war daneben. Der war daneben, oh Bro. Oh mein Gott. Und du sagst ZM. Du hast fast Verteidigung links genommen. Das hätte mich gar nicht gejuckt. Das war Kömen und Riquelme. Aber du triffst Michael Ballack. Und der kostet gar nicht mal viel. Der kostet nicht mal 100k. Ja, wir machen. Den kannst abstoßen, Brudi. Da glaubt dir jeder, dass du den nicht wiederholst. Freunde, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. So knapp ist Pelé gegangen. So knapp war das heute. Vielleicht beim nächsten Mal. Check Tabak ab, Freunde. Dankeschön fürs Zuschauen. Ist er weg? Er ist weg, Bro. Bis zum nächsten Mal. Peace.
Ciao, Freunde.